Recht herzlich willkommen zur 278. Folge von City Skylines. Ja, wir waren letztes Mal auf dem Weg dahin, diese Kreuzung nochmal zu bearbeiten. Und mir fiel jetzt gerade ein, dass wir da irgendwie den Linksabbieger noch revolutionieren wollten, ne? Oder das bedeutet, wir wollten das so machen, dass wir gesagt haben, diesen Abbieger hier, diese Kreuzung wollen wir erstmal nehmen, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ist so richtig? Nein, ich muss hier nochmal. Und dieser Abbieger, der geht nach da. Der nicht mehr. Dann dieser Abbieger geht nur nach da und nicht mehr nach da. So. Jetzt müssen wir den aber nochmal nach da machen, weil sonst hätte er das nicht genommen, oder? So, diese fahren geradeaus und links. Diese fahren nur ganz links. Diese fahren rechts und links. Und diese fahren nur rechts und können das in beide Richtungen tun. Passt. Was mich ein bisschen nervt, ist hier mit den LKWs, die hier spawnen, weil hier aus der Mülldeponie die rauskommen. Und wie wir sehen, ist das natürlich hier richtig cool. Mach das Tool mal aus. Das machen wir jetzt anders. Machen wir das zu. Wir brauchen erst eine Straße da rein. So. Und dann macht die Straße wieder weg. Machen wir den. Und Budgetfenster aufrufen. Achso, ich muss erst das Gebäude, glaube ich, schließen. Damit ich das Gebäude verschieben kann, ne? Das Board ist offen, ne? Ne, ich muss es nochmal machen. Ich muss das ja erst leeren. Erst wenn es leer ist. 93% voll. Steht hier. Gebäude leert sich. Leerung stoppen. Ne, das passt. Das heißt, ich muss erst warten, bis das leer ist. Dann kann ich das umdrehen. Dann ist das hier in dem Kreuzungsbereich auch weg. Das gefällt mir dann auch besser. Jetzt die Frage, aber ich glaube, hier ist es ziemlich egal, wie es ist, oder? Ja. Das ist schon fast voll, das können wir dann auch lernen. Wie sieht es bei den anderen aus? Da leert sich's. Hier, die sind aus, die können wir dann mal einschalten. Ja, lass das mal so. So, das bedeutet jetzt hier, Kreuzung sieht gut aus, oder? So, wo fahren die jetzt lang hier? Die fahren geradeaus. Das dürfen sie auch. Die Linksabbieger stehen da und warten, bis sie dran sind, ne? Der spawnende LKW gerade wieder. Der war nicht so doller. Da ist wieder einer. So, die biegen da ab und da ab. Und das ist, ja, das ist eine Top-Kreuzung jetzt geworden, ne? Gut, okay, das bedeutet, wir gehen auf die nächste Suche, die wir hier schon haben. Oh, da sieht es aber ganz schrecklich aus. Gut. Das. Und die. Und das ist eine Einbahnstraße, ne? Ja. Die können nach da, da und da und können nach da und da. Nee, warte mal, den letzten nicht. Der muss weg, weil der kommt nach da, kommt nach da, da. Und der kommt auch noch nach da. Der kommt da WECH weg. Geradeaus fährt ja keiner. Das bedeutet, der nach da kommt auch noch weg. Ne, das war jetzt falsch. Ich muss da nochmal hin. Den weggenommen. Passt.
Die biegen nur noch da ab und diese fahren geradeaus und dürfen auch noch da abbiegen. So, jetzt ist das optimiert. Ja, ist super, wie der Krankenwagen da wartet, ne? Geht. So, diese Kreuzungsseite ist fertig. Hier kann man nicht rechts abbiegen, also ist das schon mal so richtig, dass der nach da fährt. Und der auch nach da fährt. Genau, das passt schon. Und der kann da abbiegen und kann auch nach da abbiegen. Die sollen die Spur halten und die sollen da links abbiegen in beide Richtungen. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt ziehen wir hier diese Seite noch auf. Also zweimal, also hier sind ja fast keine Autos, also können die so abbiegen und die können so abbiegen und mehr will ich auch nicht. Die sollen nur links und die sollen nur rechts fahren. Und hier haben wir jetzt ganz viel Verkehr und die wollen alle wohin? Kann ja nur sein, dass die rechts abbiegen und nach da geradeaus fahren. Ja, und diese hier fahren dahin und dahin. So, und das ist hier eine Stoppstraße, sehe ich ja gerade. Das ist natürlich auch doof, ne, oder? Stoppstraße bringt mir ja gar nichts, ne? Manuelle Ampel? Ne, die wollten wir nicht. Da wollen wir jetzt eine Ampel hinmachen. Das haben wir gemacht. Und jetzt eine zeitgesteuerte Ampel. Das soll die sein. Zeitgesteuerte Ampel einrichten. Da war's. Schritt hinzufügen. Oh, das wird jetzt wieder schwer. Ja. Die haben grün. Wenn die grün haben, haben alle anderen nicht grün, ne? Ich weiß jetzt gar nicht. Wie dürfen die denn hier abbiegen jetzt? Ah, da nur links und da in aller Richtung. Das bedeutet, hier macht es sowieso keinen Sinn, die Ampel so zu haben, sondern nur so. Wenn die... Da stehen nicht so viele Fahrzeuge. Wenn die Fahrzeuge... Oh, das ist... Wartende Fahrzeuge sind 0. Ja. Ich mache das mal mit hinzufügen. So, das ist jetzt Schritt 1. Schritt 2 wäre jetzt, die ist rot. Wir drehen mal hier hin und sagen, die Ampel ist grün für geradeaus und die Ampeln, wieso sind hier Linksabbieger und rechts? Achso, warte mal, das ist da, Entschuldigung, das ist die richtige Ampel. Doch, hier kann dann eigentlich das so sein. Die fahren und die fahren, aber die nicht. Das ist Schritt 2.
So, dann kommt Schritt 3. Und Schritt 3 bedeutet, die haben rot, die haben rot, die haben grün. Da hat der Rechtsabbieger grün. Und hier geht nicht, weil die Ampel so sowieso so nur ist. Die Linksabbieger haben grün, die Rechtsabbieger, dann könnten die auch grün haben, bringt aber nichts. Das wäre der nächste Schritt. Hinzufügen. Der nächste Schritt ist, die haben rot. Die können grün bleiben, die können grün bleiben. Die biegen links und rechts ab. Und hier wäre jetzt noch Rechtsabbieger. Könnten, aber das bringt uns nicht weiter, ne? Hinzufügen. So, das wäre jetzt erledigt. Aber ich weiß nicht, ob es funktioniert. Das ist die nächste Frage. So. Starten. So, die zeitgesteuerte Ampel läuft jetzt mal. Gucken wir, wie es wird. Also da unten stehen keine, rechts stehen keine, oben sind ein paar, links stehen sie am meisten, allerdings auch nicht ganz weit. Da waren jetzt nicht viele gefahren hier, ne? Ich glaube, da müssen wir noch mal dran, und zwar müssen diese hier, dieser Schritt, ne? Der Schritt ist richtig. Ich muss warten, bis diese grüne ist, und den Schritt muss ich dann sehen. Ach, die Zeit ist so kurz. Stopp mal die Zeit. Ändern. Glaube, das müsste mal ein bisschen größer hier werden, ne? Das war 08, oder? Irgendwie muss ich hier oben 2 machen. Speichern. Ändern. Ändern. Ich glaube, das war die Seite da links. Speichern wir. Und das hier unten ist der dritte. Also 2 müssen wir, glaube ich, immer machen. Und starten. So, die läuft jetzt. Die da oben. Wieso fährt denn der nicht? Ziemlich doof, ne? Also oben und links, die Zeit, die muss länger werden. So, die zweite Phase kommt jetzt. Die muss länger werden. Und die dritte Phase auch. Ne, die dritte Phase ist das hier jetzt.
Das ist jetzt die dritte Phase. Vierte Phase ist nur hier unten. Erste Phase ist oben. Und zweite Phase ist links, ne? Genau, gut. Stopp. Ändern. 4 auf 4. Speichern. Und hier 4 auf 4. Speichern. Starten. So, das passt. Naja, passt nicht, weil da ist noch ein Stau und da ist noch ein Stau. Na, das ist alles zu kurz. Machen wir hier 6. Und hier auch. Speichern. Und wir müssen noch eine Ampel hinzufügen. Und zwar diese hier. Beziehungsweise da ist noch keine Kreuzung, aber die muss hinzugefügt werden. So, und jetzt ist es wichtig, dass wir, wenn der Verkehr hier kommt, dass die dann da hinten fahren, ne? So. Starte mal erstmal hier. So, da oben ist jetzt aber gerade nichts los, oder wie sehe ich das? Ja, jetzt staut sich's da zurück. Die Ampel ist nicht geschaltet, ne? Stopp mal, da ist jetzt was schief gelaufen, weil wir die nicht hinzugefügt haben. So, Schritt 1 ändern wir. Und die kommt dazu. Wir speichern das. Dann ändern wir Schritt 3. Kommt auch die da noch hinzu. Und speichern das. Jetzt ist der nächste Schritt dran. Da sind da die Rechtsabbieger. Dann kriegen die beiden Ampeln grün. Speichern das. Und dann kommen noch Schritt 4. Und da gehen die auch nochmal beide in grün. Und speichern das. Und jetzt starten wir das Ganze. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die zusammenlaufen, ne? Das sieht schon mal gut aus. Die können durchfahren. So, jetzt sind ein paar mehr hier, weil hier noch nicht war, aber es kommt kaum einer dazu. So, jetzt wird hier grün, weil die alle kommen. So, jetzt müssen wir mal nur gucken, wie das hier so aussieht. Okay. Da staut sich jetzt einiges zurück. Und wie ist es hier? Oh, hier ist jetzt fürchterlich, ne? So, jetzt müssen wir hier noch anpacken. Ja. Und dann machen wir erstmal die Spuren. Also der ist schon richtig. Die können alle nach da fahren. Und von da kommt ja keiner. Ne, warte mal, das bedeutet, das haben wir wieder verkehrt gemacht. Einer weniger.
Das ist weg. Das kommt nach da. Und nach da. Und der hier kommt nur nach da. Also die beiden können nach links und nach rechts. Die nur nach rechts und die nur nach links, aber die zweispurig. Gut. So, diese Sache hier. Machen wir so. Den machen wir so. Und so. Und den nur. Den nur nach da. Passt. Drehen. Hier. Da abbiegen. Können alle drei Richtungen. Die fahren geradeaus. Und links. Und das ist Parkraum hier, ne? Ja. So, da stehen natürlich noch reichlich. Warte mal, der kann auch noch mal da gehen, ne? Die biegen nur rechts ab. Warte mal, dann machen wir das doch tatsächlich so, dass wir den lösen und denen auch noch den dritten Schritt erlauben. So, mal gucken, wie es wird. Zurzeit sieht es noch einigermaßen aus, ne? Jetzt fahren die da oben. Ja. Die stehen jetzt bis da. Geht aber eigentlich, oder? Hier unten steht schon gar keiner mehr. Das ist... Nee, das sind keine parkenden Autos. Okay. Warte mal, dann machen wir das nochmal mit dem Spurwechsel. So, mal gucken, was daraus wird. So, jetzt fahren die auch zweispurig ab. Das ist schon mal was, ne? Und die müssen ja dann auch so bleiben, oder? Müssen wir hier nochmal genau überlegen, wie wir das machen. Okay, der Stau ist natürlich dann bis hier hinten hin momentan. Aber es ist mir zu wenig zweispurig abbiegen, ne? Hier ist ja alles gut. Da staut sich jetzt komischerweise auch wieder zurück. Wenn es hier gut ist. Das bedeutet hier die Zeitsteuerung vielleicht nochmal anpacken. Die oberste anderen. Machen wir mal da eine 7 raus. Und speichern und starten. Die Phasen hier sind zu klein.
Ist die Frage, ob es hier... Die wollen sowieso alle rechts, ne? Jetzt könnten die ja auch rechts abbiegen, ne? Jetzt müssen wir nur gucken, dass die da... Die dürfen nicht geradeaus fahren dann. Das müssen wir wegnehmen. Dann sind das nur Rechtsabbieger, ne? Gucken, wie es läuft. Ah, warte mal, das ist jetzt die erste. Ne, der zweite Schritt. Der zweite Schritt kann das auch noch sein mit dem Rechtsabbieger eigentlich. Dann können die auch noch grün haben. So. Ampel starten und gucken, was passiert. In der ersten Phase ist nichts passiert mit dem Dingens. Das heißt, wir müssen das nochmal ändern. Wir müssen das nochmal grün machen und. Ich habe wahrscheinlich gespeichert, ne? Da ist gespeichert. Starten wir die Ampel jetzt nochmal. Okay. Verkehr fährt jetzt hier rechts ab. Steht jetzt hier, ist klar. Und die wollen alle links. Ja, hier gibt es keine zwei Linksabbieger, könnten aber zwei Linksabbieger sein. Weil geradeaus wollen sie ja gar nicht. Das bedeutet, die können ruhig nach da. Und nicht nach da. Sollte jetzt dann funktionieren, oder? Zeitgesteuerten Ampeln sind an. Die rallen aber nicht, dass sie zweispurig links abbiegen können. Doch, jetzt geht's. Also hier rechts sieht es noch einigermaßen gut aus. Hier ist unerklärlich langer Stau nach rechts. Auch wieder nicht zu verstehen, warum nur einspurig abgebogen wird. Können wir mit leben, können wir mit leben. Ist auch noch okay. Ja, hier bin ich zufrieden mit. Okay, die kommen ja auch immer nach, ist klar. Aber es ist relativ lange. Ach, dieses, das ist hier das Schlimmste, wenn dann so ein LKW da ins Haus fährt und beliefert, ne? Hier geht's auf jeden Fall. Hier ist auch okay, aber hier unten noch nicht. Weil die einfach nicht zweispurig rechts abbiegen. Kein Mensch weiß, warum das hier nicht so ist. Und der Stau, der ist bis hier hinten irgendwo hin.
viel zu lang. Was machen wir hier? Das ist die Frage. Die dürfen nur rechts abbiegen, machen wir mal. So, die müssen da rüberfahren und darüber fahren. Und die müssen nur darüber fahren. Passt. Die dürfen nur nach da abbiegen. Die dürfen dahin und dahin. Und die dürfen dahin und dahin. Passt. Ja. Es bleibt leider niemand auf dieser Spur. Kann man denen das auch verordnen hier? Du musst da lang fahren? Ne, da ist kein Einklickpunkt dann, ne? Das bedeutet, wir machen das mal hier so, dass wir den wegnehmen. Und dann müssen die da lang fahren. Mal gucken, was das wird. So, und hier ist dann... angesagt, dass die auch noch darüber dürfen. Mal gucken, was dann passiert. Jetzt ist der Stau natürlich auf der Seite, ist klar. Ja. Irgendwie geht da jetzt nicht mehr. Was kann ich denn hier einstellen? Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Habe ich irgendwie noch eine Ebene drüber, drunter oder was? Gute Frage, ne? Was ist das für eine Straße? Dass hier solche Markierungen sind. Ha? Ach, ich sehe schon. Lass das mal weg. Das ist ja hier die graue Spur. Das ist die Dingensbahn. Alles klar. Gut. Ist das auch geklärt? Jetzt ist... auf jeden Fall hat sich es mehr aufgelöst, wie wir gerade sehen. Das ist schon mal wichtig. Der Stau ist nur noch bis hier. Blöd ist, dass sie nicht zweispurig abbiegen. Obwohl sie es dürften, tun sie es nicht. Ja. Hier ist noch okay. Die können dann gleich durchfahren. Die sind soweit hier auch okay. Und das Stück geht. Hier ist okay. Hier ist okay, da ist okay. Und da ist auch okay. Da haben wir in dieser Runde diese Ampel in 35 Minuten erledigt. Ja, war ja ein tolles Ding, ne? Gut, dann würde ich sagen, können wir es auch erstmal so lassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Ja, gucken wir uns die nächste Kreuzung an, die dann da irgendwo ist. Und ja, dann würde ich sagen, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und
Kommentare recht herzlich willkommen. Schreibt rein, dann gibt einen Tipp oder sowas oder fragt was, dann versuche ich eine Antwort zu geben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.